Hallo liebe Bienenfreunde, das richtige Rahmenmaß. Was ist das richtige Rahmenmaß? Gibt es das überhaupt? Wie soll ich mich als Anfänger verhalten? Welches Rahmenmaß soll ich wählen? Da gehen die Meinungen meistens auseinander, ob ich jetzt ein DNM nehme oder Langstroth. Was sind die Vorteile und was sind vielleicht auch die Nachteile? Und was mögen die Bienen? Und woher kommen diese Rähmchen? Wer hat die erfunden? Darin soll es nun in diesem kleinen Kurzfilm gehen. Um den Sinn der Rähmchen zu beschreiben, machen wir erst einmal einen Ausflug in die Geschichte. Zu früheren Zeiten bestand die Imkerei entweder aus Zeidlerei mit Bienenhaltung in Baumhöhlen oder Klotzbeuten oder Korbimkerei in Beuten aus Stroh. Das Problem damals: im Stabilbau war die Bienenhaltung kompliziert. In der Klotzbeute und beim Stabilbau in Kisten weiß man nicht genau, wo sich das Brutnest befindet. So kam es bei der Honigentnahme im Stabilbau leichter zu Verletzungen des Brutnests und damit zum Bienentod. Aus diesem Grund wurde überhaupt das Rähmchen erfunden. In alten Imkerbüchern ist beschrieben, dass bei der Honigentnahme im Stabilbau die Bienen oft getötet wurden. Das waren bei der Ernte herbe Verluste, die Imker beenden wollten. Zudem war es damals schwierig, die Völker bei Trachtmangel zuzufüttern. Und viele Völker und Schwarmvölker verendeten bei schlechtem Wetter. Auch die Krankheitsdiagnose und das Abschwefeln bei Seuchen gestaltete sich schwieriger, da das Nest im Stabilbau oft unübersichtlich war. Unsere heutige auf Honigertrag gezüchtete Hochleistungsbiene benötigt die Pflege des Imkers. Zwar ist ein Eingriff immer ein Eingriff ins Volk, das den natürlichen Ablauf stört. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Imker zum Guten eingreift, also pflegend und fördernd. Aus diesen Gründen wurden im 18. Jahrhundert die beweglichen Rahmen entwickelt. Das war der Startschuss für die moderne Imkerei. Durch die Geschichte der Imkerei wird sichtbar, welch ein Fortschritt die Rähmchen sind. Auch die praktischen Erfahrungen unserer Optimalimker, die vorher auf Bienenkisten mit Klotzbeuten etc. geimkert haben, gibt den Erfindern des Rähmchens recht. Sie finden es viel angenehmer, weniger umständlich und einfacher. Bei der Frage, gibt es die richtige Rahmengröße, gehen die Meinungen auseinander. Jedes Rahmenmaß hat Vor- und Nachteile für Imker und Bienen. Da wir unsere Optimalklimabeuten inzwischen weltweit liefern, kennen wir alle gängigen Rahmenmaße. Beim Besuch in Museen haben wir bis zu 300 Jahre alte Strohbeuten und Bienenkörbe vermessen. Um ihre physikalischen Eigenschaften zu untersuchen und die optimale Konstruktion zu finden. An den alten Beuten zeigte sich gut, dass unsere Imker-Vorfahren die Größe des Brutnests exakt kannten und bei ihren Konstruktionen berücksichtigten. Langstroth ist ein Maß, das sehr viel verbreitet ist auf der ganzen Welt. Ich habe damals mit diesem angefangen, weil ich meine Bienenfamilie auf diesen Rahmenmaßen bekommen habe. Dann war es aber so, dass ich mich aufgrund vieler Fragen mich intensiv mit der Imkerei und mit dem Wesen der Biene beschäftigt habe. Da habe ich mir dann sagen lassen, dass ein Brutnest 24 cm rund ist und dass ich das nicht einschneiden darf. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier im Vergleich diese DNM nehme,
Da bin ich schon ganz knapp dran, weil ich hier im Endeffekt, wenn ich das messe, ein Brutnest von 21,1 cm bekommen könnte. Auch hier beim Langstrot. In erster Linie wird dieser Teil hier in der Mitte ausgefüllt von den Bienen, auch vom Honigeintrag. Links und rechts, da dauert es immer etwas länger. Ich habe mir dann überlegt, ja, brauchen wir vielleicht ein anderes Rahmenmaß. Langstrot ist knapp an der Grenze. Jetzt gibt es natürlich die größere Variante von dem Langstrot. Das ist eine Zander. So, und da habe ich jetzt ein Brutnest von ca. ja, 26 cm von der Größe, gehe aber hier in die Breite. Und je mehr ich dann diese Kurse besucht habe, umso mehr haben wir dann festgestellt, ja, die meisten oder viele Demeter-Imker, die arbeiten mit einem Dadant-Maß. Irgendwann ist man dann draufgekommen, ja, ein Dadant-Maß, das ist zwar gut und schön, aber baumähnlich wäre das, wenn ich das um 90 Grad hier versetze und ich habe meine Langwaben. Diese Version nennt man dann Dadant hoch. Das ist ein ganz tolles Rahmenmaß. Ich habe hier natürlich Platz. Ihr seht hier, ja, ich habe hier innen drin 26 cm. Da hat jetzt ein Brutnest von 24 cm locker Platz. Hier müsste ich aber normalerweise zwei Rahmen aufeinander stellen, wenn ich jetzt die Biologie der europäischen Honigbiene zurechtlege, weil die sich halt bis zu 60.000 Bienen ausweitet. Und ja, die russischen Zeitler, die haben schon früher 35 mal einen Meter aus dem Baum ausgeschlagen. Und das seht ihr auch, warum die so groß sind. Das machen auch die Bienen ja in der Natur. Wenn sie können, machen sie richtig schöne, lange Waben, aber in einem dünnen Format, nicht hier in diesem breiten Format. Solche Bäume haben wir normalerweise nicht in Europa, zumindest in Mitteleuropa nicht. Ich habe mehrere gute Bekannte, mit denen wir auch größere Imkereien ja bearbeitet haben. Wir haben schon bis zu einer Tonne Honig geerntet am Tag. Da weiß man, was man getan hat. Das ist auch möglich. Ich habe zufällig gesehen, in diesem dänischen Rahmenmaß, das ist ein 1210er, gibt es auch in 1012. Da sind jetzt ein paar Drähtchen drin, hat aber nichts zur Sache. Hier kann man ganz normal auch Naturwabenbau betreiben. Ihr seht hier auch, zu Dadant hoch, haben wir hier ein ganz tolles Wabenmaß. Das Dadant hoch hat ein bisschen den Nachteil, wenn ich es rausziehe, die werden zum Schluss schwer. Und ich muss natürlich auch aufpassen, ja, dass ich keine Bienen quetsche etc. Da bin ich hier bei diesem 1210er. Das Handling, das ist so einfach und das ist wirklich so toll. Außerdem habe ich das gleiche Rahmenmaß. Ich kann hier auch durchtauschen. Wenn ich jetzt mit Halbrähmchen arbeiten würde, weil mir die eine zu schwer geworden ist, die Brutrahmen, dann kann ich die natürlich nie durchtauschen. Und das macht hier Spaß. Wir waren auch in den alten Museen. Dort haben wir ganz genau gesehen, die alten Beuten wurden genau so angelegt, dass hier das Brutnest Platz hatte. In der deutschen Demeter-Imkerei ist es Vorschrift, dass das Brutnest nicht durch die Rähmchenwandung begrenzt wird. Bei unseren praktischen Studien stießen wir auf das 1210er Rahmenmaß. In diesem nordischen Rahmenmaß kann das Brutnest bis 26 cm perfekt ausgebaut werden. Man sieht ganz deutlich dieses 1210er Maß hier. Da bekomme ich ein schönes Brutnest, ohne dass ich es abteile. Ich habe immer das Problem gehabt mit Langstrot zum Beispiel, dass ich da das Brutnest eigentlich einschränke. Dann soll es aber auch nicht zu breit sein, weil die lieben ja den schlanken Aufbau wegen dieses Baumniveaus. Dieses althergebrachte nordische Beutemaß ist leicht zu handeln. Es hat im Brutraum wie auch im Honigraum dieselbe Größe. Das heißt, wir können diese Rahmen einfach durchtauschen. Es fasst 2,5 Kilogramm Honig oder Futter, wobei wir dann pro Magazin bis zu 25 Kilogramm Honig ernten können.
Die europäische Honigbiene wurde mittlerweile über 100 Jahre auf Ertrag gezüchtet. Sie dehnt sich bis zu 60.000 Bienen zur Mittsommerzeit aus. Das schlanke Rahmenmaß kann bestens nach oben mit den Bienen mitwachsen und entsprechend gestapelt werden. Das schlanke Rahmenmaß hat erhebliche Vorteile bei der Regulierung von Temperatur und Feuchtigkeit im Inneren der Bienenbehausung. Wir konnten hier klare Vorteile im Vergleich zu Breit- oder Langwaben feststellen. Hierbei kann man auch mit einem festen Volumen arbeiten, das heißt 3 oder 4 Magazine in der Modulbeute übereinander. In der Magazinbauweise empfehlen wir beim Überwintern 1 Magazin. Also ihr könnt natürlich mit diesem 12-10er Rahmenmaß anfangen, da braucht ihr natürlich einen Schwarm. Wir verkaufen den, ja, die relativ viel mittlerweile nach ganz Europa. Wie gesagt, die sind sehr einfach zu handhaben. Man hat einen sehr guten Honigeintrag, weil auch die Trocknung des Honigs sehr schnell geht, weil der Energieverbrauch in dieser Beute geringer ist, wie jetzt in einer Breitraumbeute. Wenn ihr jedoch anfängt und ihr habt einen Bienenpaten und er sagt zu euch, ja, pass auf, fang mit DNM an, da habe ich alles, da habe ich natürlich meine ganze Ausstattung, dann macht das. Wenn er sagt, fang mit Zander an, dann macht das vielleicht. Es ist einfacher, ihr braucht jemanden an der Seite, wenn ihr neu seid. Und weil, wie gesagt, da kommen Fragen, da werden Fragen auftauchen und da kann man auch mal das Material durchtauschen. Das hat natürlich schon Vorteile. Ansonsten empfehlen wir euch von Optimal Bees entweder Hochwaben oder solche kleine 12-10er, die aber bitte nicht das Brutnest einschränken. Durch die Einschränkung des Brutnestes haben die Bienen natürlich viel mehr Stress und das werden wir hier umgehen. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Clip ein wenig bei eurer Entscheidung zum Thema Rahmen und Rahmenmaß helfen. Wir danken dem Deutschen Bienenmuseum Weimar, dem Grönemuseum in Dänemark und dem Deutschen Jagd- und Fischereimuseum in München.